So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe hier auf dem JFD Desktop, Guidance Desktop. Zunächst der Risikohinweis und dann tauchen wir auch gleich in die Analysen ein. Fangen wir hier mit WTI an. Als ich die Analyse geschrieben habe, stand etwa der Index hier oben, 51,40 rum. Und es sah hier alles nach einem neuen Hoch noch aus und dann eine Abwärtsbewegung. So, jetzt ist hier der Index, der Ölpreis nach unten gefallen. Von dort aus kann jetzt trotzdem noch diese eingezeichnete Bewegung passieren. Unterhalb ja, von 50 US-Dollar dürfte sich hier die Bewegung, dürfte diese Aufwärtsbewegung fertig sein und die Korrektur kann sich dann auch dann in diesem Bereich noch nach unten ausdehnen. Dann würde ich aber sogar eher hier unten die 48,50 eher präferieren. Aber erst dann sind hier die blauen Pfeile aktiv. Zum Euro-japanischen Yen kann sie hier wenigstens wieder auf plus minus 0, konnte sich zeitweise erholen, teilweise sogar ins Plus des Setup. Hier ist wichtig, dass es auf Schlusskursbasis die 114,10 verteidigt. Bislang ist es hier der Fall. Es läuft seit der Kerze, aber beziehungsweise als es eben hier an der Oberkante stand. Lufthansa ist neu. Da wird hier, gab es Vormittag den Abprall an der besagten Linie. Leichter Rückfall, jetzt stehen wir wieder dort. Von hier aus könnte es unter die 10 Euro Marke fallen. Kauflimit ist hier platziert. Risiko wäre das hier pro Anteilschein bei 50 Cent. Und Ziel wäre mindestens 1 Euro, also ein größeres. Ein CRV von größer als 2. Hier beim australischen Dollar, neuseeländischer Dollar wurde hier die Widerstandszone exakt erreicht, die eingezeichnet wurde. Hier stand auch dran, dass man hier gegebenenfalls bei rund Teilgewinne mitnehmen soll oder nachdenken soll. Ja. Gegebenenfalls den Stopp nachziehen. Also wer jetzt hier Teilverkäufe getätigt hat, er sollte nicht mehr mit der Gesamtposition ins Minus kommen. Also muss hier auch ein Stück angehoben werden. Kann man hier gelassen den weiteren Kursverlauf betrachten. Dann der Dow Jones hat gestern ja hier dieses Setup nicht gemacht. Dafür lief ja noch was nicht heute Morgen angesprochen wurde. Hier wurde das Ziel hier direkt mit dem Ausbruch fast erreicht. Und wenn man jetzt dieses graue Szenario noch betrachtet, gab es hier einen Rücklauf. Diese Bewegung lief dann stärker und hier an den unteren Zielbereich hin. Von dort gab es dann leichten bullischen Abprall und jetzt stehen wir halt hier kurz vor Handelsschluss bei 10.530. Also einige Setups liefen dann doch glasklar, auch wenn jetzt insgesamt ich nicht ganz zufrieden bin. Auf der Watchliste liegt ein DAX-Wert. Vonovia trifft hier auf eine Kreuzunterstützung. Ist jetzt aktuell komplett antizyklisch, gibt es keine Umkehrkerze, höchstwahrscheinlich natürlich auch nicht in den unteren Zeitebenen. Man sieht hier nur näher an und wer hier wirklich Interesse hat, sollte es in den unteren Zeitebenen und selber dann schauen, wo er dann Trendbestätigten zukaufen kann, wenn er nicht komplett antizyklisch agieren will. Sonst gibt es hier noch einen Rückfall. Alternativ auf 30, aber das ist hier, finde ich, sehr, sehr spannend. Wird auch dann morgen nochmal vormittags dann vorgestellt, wenn die ersten Kurse reinkommen.
Dann kommen zum DAX, den hat man ja schon, da gibt es ja eigentlich nichts Großartiges zu sagen. Noch ein Wort zum Dow Jones. Wieder auf 4-Stunden-Basis würde diese Linie, würde jetzt hier nicht mehr geändert, aber ob die jetzt, ja, die ist ganz exakt. Manchmal bin ich da ein bisschen unsauber, ja, dann legt man die wieder neu hin. Dann kann man manchmal eben wie jetzt auch hier, wie man sieht, aber diese ist jetzt nicht neu gelegt worden, dann ist es hier ganz treffsicher, immer wieder auf Schlusskursbasis wurde die verteidigt. Ich bin trotzdem von, was ich heute Morgen gesagt habe, eher ja, nicht richtig pessimistisch, aber es ist halt einfach nichts Bullisches. Ja, da kam ja auch dann gleich direkt heute wieder Verkäufe rein, aber das Tagestief von gestern wurde ja verteidigt. Im Nasdaq lief auch nochmal zurück, zwar nicht ganz ein neues Tief eben auch, aber die Kerze ist jetzt hier auch deutlich bärisch. Zum Silber kann man nur sagen, irgendwie wischiwaschi. Wochenchart hat sich nichts geändert. Tageschart, ja, gibt jetzt hier wenigstens die Kerze, würde jetzt nicht nochmal bestätigt. Ist wie gesagt ein kleines Mini-Zeichen oder halt, dass die Bullen sie nicht komplett ganz aufgegeben haben. Sonst kann man wenig sehen. Hier gab es sogar noch ab 20 Uhr. Ja, nicht ganz ein neues High, Tageshigh. Aber wie gesagt, wischiwaschi kann ich leider nichts im Moment mehr herauslesen. Beim Gold dürfte es ähnlich sein. Kein neues Tief. Und hier im Stundenchart ist einfach auch nichts, noch kein Ausbruch, ein trendbestätigendes Signal da. Danke fürs Zuhören, dann bis morgen früh.